Herzlich willkommen bei Best Boys. Wir gucken uns heute das HTC Sensation an. Das ist dieses Smartphone hier, was ihr gerade seht. Es wurde von HTC in London vorgestellt. Ihr kennt es auch sicherlich besser unter dem Namen HTC Pyramid. Lasst uns einen Blick über die Hardware werfen. Alles beginnt nämlich hier oben. Wir haben eine vordere Kamera. Dann haben wir auch schon unseren Lautsprecher. Die vordere Kamera hat VGA-Auflösung für Videos und für Fotos. Hier haben wir eine LED und hier haben wir einen Lichtsensor, welchen man jetzt so wegen den Spiegelungen nicht so direkt sieht. Dann haben wir eigentlich auch schon unser Display. Unser Display ist 4,3 Zoll in der Diagonale groß. Es ist ein SC-LCD von Sony. Wir haben eine QHD-Auflösung, nämlich 540 x 960 Pixel. Und es ist ein 16:9 Display oder 16:9 Bildproportion haben wir hier. Dann haben wir hier Touch-Tasten, 4 Stück. Home, Menü, Return und Search. Die sind ganz normal gestellt. Und wenn ihr richtig gesehen habt, das Display hat so eine leichte Wölbung. Das hat zwei Vorteile. Einmal eine Designfunktion. Quasi, es ist kein Vorteil, es ist aber wirklich nur eine Designfunktion. Und die zweite Funktion ist eine Schutzfunktion. Das heißt, wenn ihr das Telefon mal so hinlegen würdet, dann ist es geschützt, weil es nicht direkt mit der Tischkante oder sowas berührt oder nicht berührt. Von daher. Das ist die Vorderseite gewesen. Neigen wir das Telefon einmal zur linken Seite, nämlich hier. Und wir sehen hier unsere Laut- und Leise-Wippe. Die Laut- und Leise-Wippe, die ist recht okay. Die kommen mit den Tasten ganz gut ran. Bietet auch einen guten Druckpunkt. Und so sieht die konkreter aus. Dann haben wir auch eigentlich auch schon unser Micro-USB-Anschluss, das ist ein sogenannter MHL-Micro-USB-Anschluss, womit wir auch HDMI haben. Dafür brauchen wir einen Adapter und dann haben wir wirklich echtes HDMI. Hier unten haben wir einmal die Öffnung, die wir uns gleich einmal angucken, und ein Mikrofon. Und das ist das erste Mikrofon. Und auf dieser Seite haben wir hier durchgehend keine Verarbeitung, es ist durchgehend glatt. Und hier haben wir unser 3,5 mm Anschluss für Headset, sowie die An- und Aus-Taste und die Sleep- und Wake-Taste. So sieht meine Rückseite quasi aus. Mehrere Mikrofone hier für aktive Geräuschunterdrückung. Unseren Lautsprecher finden wir hier und die 8 Megapixel Kamera, die auch gleichzeitig Videos aufzeichnen kann in Full HD, sprich 1920 x 1080 auf einer Bildfrequenz von 30 Bildern pro Sekunde. Zwei LEDs haben wir hier oder Dual-LED, die finden wir hier. Das ist unser Unibody, das ist alles hier Kunststoff. Und wenn ich jetzt einmal euch zeigen kann, wie das zu öffnen ist, dann seht ihr oder dann versteht ihr das Prinzip von diesem Unibody. Denn so sieht das insgesamt hier aus, wenn wir das hier aufmachen. Das ist quasi so eine Einlegfläche, wie ihr seht. Zum Beispiel hier sieht man das deutlicher. Die Kamera geht rein und das geht dann nahtlos ins Design rein. Und so sieht es insgesamt aus. Ich habe hier wirklich, das ist quasi wirklich mein Unibody. Es beginnt von hier hin, geht hier hin hoch und natürlich bis hier hin. Und das sind natürlich Kunststoffflächen, weil darunter Antennen sind und so weiter und so fort. So sieht meine Rückseite aus, wenn das Telefon nackt ist. Natürlich meine Kamera, hier habe ich meinen Akku, 1520 mAh. So sieht es insgesamt aus. Da sieht man das ein bisschen deutlicher. 1520 mAh. Damit ihr ein besseres Gefühl bekommt, wie groß das HTC Sensation überhaupt ist, haben wir für euch das HTC Desire S. So sieht es nämlich aus. Klar, wir wissen natürlich, 4,3 Zoll hier, 3,7 Zoll da, ist natürlich ein Unterschied. Aber damit ihr das Gefühl bekommt, wie wirklich die Dimensionen so aufgebaut sind, dachten wir zeigen euch das einmal. So sehen die Vorderseiten jeweils aus und wir sehen natürlich das Design von HTC, wie die Telefone gerade gestaltet werden. Nämlich ziemlich rund, Lautsprecher sehen gleich aus, vordere Kamera und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich unser Display, was ich euch denke, großartig nicht zu zeigen braucht. Dann haben wir natürlich unsere Touch-Tasten, so sehen die insgesamt aus. Hier natürlich dieses gecurvte Glas oder das gecurvte Glas, genau. Und hier haben wir natürlich auch die Touch-Tasten, aber flach. Dann auf der Fußseite natürlich unsere Mikrofon oder unser Mikrofon. Hier eins und hier eins. Auf dieser Seite Micro-USB und Micro-USB, Laut- und Leise-Wippe, Kopfbereich, 3,5 mm Anschluss für beide am gleichen Ort und Sleep- und Wake-Taste sowie An- und Aus-Taste. Kamera natürlich 5 Megapixel, Lautsprecher, aktive Geräuschunterdrückung mit diesem Mikrofon hier. 8 Megapixel hier, Dual-LED da oder Dual-LED da. Und wir haben hier Lautsprecher und Mikrofone für aktive Geräuschunterdrückung. So sieht die Rückseite nochmal insgesamt aus. Und hier sehen wir nochmal die Fußseite und hier die andere Seite, die rechte Seite, die durchgehend glatt ist.